Herzlich willkommen bei Brandenmundorf. Wir blicken jetzt ganz weit am Anfang unseres Universums zurück. Was war denn da? Der sogenannte Urknall, Urknalltheorie vor 13,7 Milliarden Jahren. Und etwa 300 Millionen Jahre später sollen die ersten Sterne entstanden sein. Die sogenannten Population 3 Sterne. Das ist ein Populationsstern eigentlich, also eine Sternpopulation. Naja, wir haben ja Population 1 Sterne wie die Sonne. Das sind metallreiche Sterne. Population 2 Sterne sind schon alte, metallarme Sterne und die Population 3 Sterne sollen die gewesen sein, die gar keine Metallizität hatten. Zu beachten ist, dass in der Astronomie alles wird in Metall zählt, bis auf Wasserstoff und Helium. Also sagen wir Sauerstoff und Metall, Stickstoff und Metall, alles in Metalle. Also alle Elemente, die schwerer sind, in Helium. Das sollen die allerersten Sterne gewesen sein. Aber die waren gewaltig, die sollen bis zu 1000 Sonnenmassen gehabt haben, 5 Millionen Sonnenleuchtkräfte und noch einige Male größer wie die Sonne. Das war nämlich damals so, war heute einmal diese Sternentstehungsgebiete, wo viele tausende von Sternen entstehen. Aber früher war es so, dass in den Gaswolken nur ein einziger Stern entstanden ist, weil das Gas am Anfang nicht kühlen konnte. Hatte der auch nur Wasserstoff und Helium plus gehabt, damals. Das heißt, die Sterne bestanden noch aus diesen beiden Elementen und die hatten auch eine sehr, sehr kurze Lebensdauer. Zum Beispiel von gerade mal 3 Millionen Jahren höchstens. Dann sind sie schon explodiert. Also es war ja schon eine gewaltige und sind direkt ins schwarze Lochstadium übergegangen. Und wenn man heute einen Stern mit 50 Sonnenmassen sieht, spricht man schon von gewaltigen Sternen. Also das ist wahnsinnig an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was über die Population 3 Sterne zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.